Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebrauchvideo für den Monat Juni. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Das nicht, das habe ich noch nicht aufgebraucht. Da sind zwei Pakete drin und das ist was zum Essen. Das habe ich auch noch nicht aufgebraucht. Aufgebraucht habe ich das Micellenreinigungs- und Nährpflegeshampoo von Pantene Pro V. Silikonfrei. Ich fand es eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Es hat die Haare wirklich sehr gut gereinigt. Das Gefühl nach der Haarwäsche oder auch während der Haarwäsche war sehr schön, war sehr angenehm, hat wirklich sauber gemacht und der Duft hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein richtig toller Duft. Ich kann nicht beurteilen, wonach es riecht, aber es riecht wirklich sehr gut. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es riecht sehr süßlich. Ich weiß nicht, woran riecht, wonach riecht das hier? Nee, ich weiß nicht, wonach das riecht, aber es riecht auf jeden Fall sehr gut. Trotzdem werde ich es mir nicht nachkaufen. Dann habe ich wieder aufgebraucht Badekristalle. Und zwar von Dresdner Essenz zwei Stück, einmal von Kneipp und von Babysept. Falls ihr mal Kinder im Hintergrund hört, meine Kinder sind gerade zu Hause und sie haben mir erlaubt, dass ich dieses Video drehe, aber trotzdem hat man sie noch im Hintergrund. Lasst euch nicht stören, wir machen einfach weiter. Und zwar diese beiden habe ich auch gebraucht. Das hier ist toll. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dresdner Essenz Tag am Meer. Es färbt die Badewanne wunderbar blau. Der Duft ist unheimlich schön. Auf jeden Fall Weiterempfehlung. Was ich nicht weiterempfehlen kann, was mir nicht sehr gut gefallen hat, das ist von Dresdner Essenz Naturell einfach abtauchen. Pflegebad Bio-Kokos und Limette. Es hat mir wirklich nicht gefallen, weil der Duft, er war in der Badewanne, gut, es roch nach Kokos, das ist, ja, es roch nach Kokos, aber irgendwie hat er sich nicht so doll schön aufgelöst wie diese Badekristalle und von daher würde ich mir das hier nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier von Kneipp Badekristalle Scharfschön. Hat mir sehr gut gefallen. Muss ich nochmal dran schnuppern. Ja, vom Duft her war es wirklich sehr angenehm, ein sehr beruhigender Duft. Kann ich empfehlen. Und einmal Sinnessalze Zeit für dich von Tetisep. Es riecht sehr blumig, war auch okay, würde es mir aber nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht von Luvos. Das ist jetzt nur eine Hälfte von der ganzen Maske. Und zwar die Vitalmaske mit Quittenextrakt und Heilerde. Ich fand es sehr gut. Hat man aber auch sehr gut getan und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Die Luvos-Masken im Allgemeinen finde ich sehr gut, zumal es sich auch um Naturkosmetik handelt und würde ich auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Palmolive eine LE vom letzten Jahr, glaube ich noch, Summer Edition. Das ist ein unheimlich schöner Duft gewesen nach Sommerblumenwiese. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, es ist eine Limited Edition gewesen und von daher kann man sich das irgendwie nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Altmatics diese Augenbrauen-Enthaarungsstreifen für Augenbrauen. So. Und und zwar finde ich die eigentlich super gut, zumal sie so geschnitten sind, dass man sie hier genau anlegen kann und dann hast du deine Augenbrauen eigentlich so in Shape, wie sie sein sollen und die halten wirklich auch
Also sie reißen wirklich fast jedes Härchen heraus und ich habe dann auch wirklich 4 Wochen, 3 bis 4 Wochen Ruhe gehabt. Ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich aufgebraucht meine liebste Handcreme von Rituals. Ich kann sie absolut weiterempfehlen. Der Duft ist unheimlich gut. Jetzt muss ich mal eben hören, was meine Kinder machen. Der Duft ist unheimlich gut. Es riecht unheimlich gut, kann ich nur sagen. Schnuppert mal dran, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und zwar ist das Ginkgo Secret Ginseng und Ginkgo Biloba. Von der Pflegewirkung auch super. Zieht auch relativ schnell ein. Der Duft hält ziemlich lange auf der Haut. Jederzeit eine Empfehlung. Dann habe ich aufgebraucht dieses Duschpeeling von Yves Rocher in Mango Koriander. Ja, ich fand es nicht interessant. Ich fand es jetzt nicht super besonders. Ich würde es mir auch nicht nachkaufen. Ich würde es auch nicht weiterempfehlen. Es war ein ganz normales Duschgel mit ganz, ja, mit für mich, also ich finde, es waren zu wenig Peelingkörner drin. Peelingkörner haben eigentlich nichts bewirkt und von daher kann man eigentlich auch ein ganz gewöhnliches Duschgel nehmen aus dem Naturkosmetikbereich und von daher keine Weiterempfehlung. Was ich aussortiere, das ist von Yves Rocher das fruchtiges Peeling Aprikose. Es duftet wirklich sehr lecker nach Aprikose, aber dieses Peeling, es ist ein Gesichtspeeling, hat die Haut so dermaßen ausgetrocknet. Ich habe es, ich glaube, dreimal verwendet und dann habe ich es aufgegeben, weil du wirklich nach dem Peeling ein unglaubliches Trockenheitsgefühl auf der Haut hattest und von daher kommt es weg. Dann habe ich einen Rasierer aufgebraucht von Nivea. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde, die passen sich sehr, sehr gut den Rundungen des Körpers an. Und man kann sie sehr, sehr oft wiederverwenden. Ich weiß nicht, wie oft ich den verwendet habe. Bestimmt, ich weiß nicht, 20 Mal. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr lange gehalten und würde ich mir sogar nochmal nachkaufen. Aber ich habe ja noch einige in Reserve. Dann habe ich hier von Trended Up Touch of Care Enriching Handpeeling, also ein Handpeeling. Ich weiß nicht, ob das auch eine LE war, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann es auch sowieso nicht weiterempfehlen, weil es einfach die Hände, es hat einfach seinen Job nicht richtig gemacht. Es war sehr cremig, es waren zu wenige Peelingkörner drin und mit feinen Reispartikeln lese ich gerade für besonders strapazierte Hände. Ja, okay, ne? Also es hat die Hände nicht ausgetrocknet oder so, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Es hat für meine Hände eigentlich nichts gebracht. Dann habe ich aufgebraucht, und zwar war das in einer in der Vegan Beauty Basket. Genau, Vegan Beauty Basket, das ist eine Handcreme. Von Creamed of the Stone Age, ist das die Firma? Ja, eine vegane Handcreme, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, sie, wie soll ich sagen? Also vom Duft her war sie jetzt nicht so dolle und von der Pflegewirkung auch absolut nicht. Ich musste mich wirklich sehr, sehr häufig eincremen. Die Pflegewirkung hat einfach nicht lange angehalten und es hat auch geklebt. Also hier in den Handinnenflächen beim Eincremen dieses klebrige Gefühl, das ging einfach nicht weg und von daher würde ich es mir nicht nachkaufen und auch keine Weiterempfehlung. Das war's auch schon. Das war also mein Aufgebrauch-Video für den Monat Juni. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.